Wieder weg. Oh, und jetzt haben wir overcharged. Weg, 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 weg. Hallo in die Runde und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Citizen mit unserem Commander Bocky. Ich bin hier schon wieder in der Raffinerie unterwegs, denn ich will euch etwas zeigen. Ich war natürlich nach unserer letzten Folge noch ein bisschen in unserer Prospector unterwegs, hier im Asteroidengürtel. Und unser Kontostand hat sich ein bisschen aufgebessert. Wir liegen jetzt bei 157.000 und ein paar zerquetschte Alpha-UEC. Und ich habe total Bock, das jetzt weiterzumachen und ich würde es gerne für euch ein bisschen variieren. Und zwar dachte ich mir, wir machen heute Moon Mining. Das heißt, wir fliegen ins Crusader-System mit unserer geliehenen Prospector, die wir jetzt leider neu leihen müssen. Also 50.000 gehen jetzt wieder drauf. Aber ihr seht, es hat sich gelohnt. Ich habe ein paar Runden gemacht. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wir machen ein paar Runden Mining auf der Oberfläche von Daymar im Crusader-System. Ich habe auf jeden Fall total Bock. Commander Bocky auf jeden Fall auch. Deswegen würde ich sagen, wir leihen schnell unsere Prospector. Und für alle, die es noch nicht beim letzten Mal gesehen haben, man kann unten in der Raffinerie auf der Station Crusader L1 verschiedene Fahrzeuge leihen. Einmal den Mining Rover, die Prospector, die wir jetzt leihen, das ist ein Mining-Schiff. Und die Cutlass Black, wenn man einen kleineren Trader braucht sozusagen, oder zumindest ein Multi-Roll-Ship. Die ist auch gut geeignet für Bounties. Wir nehmen jetzt fürs Moon Mining natürlich die Prospector auch wieder für einen Tag. Das passt uns ganz gut. Zack. Auf Wiedersehen 50.000. Aber das ist in Ordnung. Die kriegen wir schnell wieder rein. So, jetzt haben wir die für 24 Stunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das gute Stück im Anflug auf Daymar platziert habe. Bis gleich. So, da sind wir gerade im Anflug auf Daymar. Einer der Monde hier im Crusader-System. Und ich dachte mir, wir fliegen jetzt mal runter, am besten auf der Sonnenseite, zu irgendeinem der Außenposten. Und beginnen von dort aus. Da vielleicht, da ist es hell. Und beginnen von dort aus unsere Mining-Tour. Ein bisschen was habe ich noch im Kopf, wie es funktioniert. Mal schauen, wie weit wir kommen. Na, wir haben auch hier wahrscheinlich Steine, die wir einfach so aufscoopen können. Wir haben Blöcke, die wir sprengen müssen. Und es gibt noch so eine Sache mit dem Scanner. Ich glaube, alles unter 5000 Meter, also unter 5 Kilometer, wenn da erst Signale auftauchen, sind es die kleinen Steine, die für Rock Mining gedacht sind. Und alles drüber, was auf längere Distanzen mit dem Scanner gescannt werden kann, das sind Steinchen für uns in unsere Prospector. Abgesehen davon ist es auch einfach ein hübscher Anblick, wenn wir hier so über dem Mond mit unserer Prospector stehen. Super, super schön. Auf geht's runter zu den Bergen. Ich hoffe, da gibt's mehr für uns. Schauen wir mal, wo es hier irgendwie lecker aussieht. Da vielleicht. Fangen wir doch da an. Hier hinten. Da gehen wir mal runter. So. Und wir wollen natürlich auch ungern unten auf dem Planeten aufschlagen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit unserer Geschwindigkeit. Aber wir gehen jetzt erstmal runter und schauen uns das an. So, Scan-Modus rein. Und auf geht's. Da haben wir schon was. Probieren wir es da mal. Das ist ja über 5000. Das sollte also schon was für uns sein. Im besten Fall erwischen wir jetzt nicht gleich einen Sandsturm. Das ist immer ein bisschen unschön zu fliegen. Schwuppdiwupp. Hallöle. Zeig dich. Jetzt kann man auch gerne nochmal seinen Scanner verkleinern und nochmal einen Boost hinterher schicken. Na, jetzt haben wir irgendwie nicht getroffen. Hallo? Da. Da war was. Habt ihr es gesehen? Mal groß. Ich sehe es nicht. Seht ihr es? 9000 Meter ist auch wieder was. Aber hier war doch... Da. Da, 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 da. Da vorne. Ah, das sieht aus wie... Aber es ist nur einer. Das könnte jetzt natürlich auch locker jemand sein, den wir mit unserer Maschine nicht sprengen können. Hallo. Da, so sehen die guten Stücke aus. Aber der sieht auch sehr groß aus. Wobei, geht eigentlich. Schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier?
Ja, den kriegen wir wahrscheinlich. Der wäre natürlich lecker, ne? 43% Laronite, aber 9000 Masse. 37 Resistenz. Ich glaube nicht, wir starten mal. Nee, 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 das sieht nicht gut aus. Da passiert gar nichts, selbst im optimalen Bereich. Wir können ja mal overchargen. Da bewegt sich gar nichts. Genau, sowas würde man kaputt kriegen, wenn man seinen Laser ändern könnte, was wir in unserer geliehenen Prospector nicht können. Sie ist nicht so teuer, wenn man mehr ins Mining gehen möchte. Ist das auch ein gutes Zielschiff, was man sich als nächstes kaufen könnte von seinem Starterschiff aus? Wir haben jetzt da die Option nicht. Wir wollen ja erstmal die Titan haben. Oder vielleicht die Nomad. 10 Kilometer, da ist schon das nächste. Gehen wir mal dorthin. Ich will mal ein bisschen hier die Kamera drehen, weil ehrlich gesagt, das sieht richtig schön aus hier gerade. Wenn wir jetzt hier eine Runde fliegen. Bisschen so. Und vielleicht ein bisschen weiter weg. Das ist doch ganz hübsch zu sehen. 10 Kilometer in die Richtung. Sehr, sehr cool. Mann, mir gefällt das wirklich. Auch das macht es einfach aus, ne? Wenn man hier auf dem Planeten unterwegs ist. Na? 7 Kilometer. Den nehmen wir. Crusader im Hintergrund. Manchmal, wenn man Glück hat, kommt man hier auch an Höhlen vorbei. Da muss man natürlich ein genaues Auge für haben. Habe ich jetzt wahrscheinlich nicht. Und unser Commander auch nicht. Aber die Option gibt's. Kann man auch ein bisschen Loot finden, wenn das die Bewohnten sind. Dann sind meistens auch Banditen vor Ort. Gibt es ein paar. So, was haben wir denn dort vor Ort? Da. Oh, da könnte auf jeden Fall was dabei sein. Schauen wir uns das mal an. Die kleinen erstmal. Ah, wir fangen mal mit dem großen an. Oh, rückwärts, rückwärts, nicht so schnell. Dann unser Mining-Tool raus. Hallo. Was ist das denn hier für einer? Ach du Schande, Masse 43.000. Nichts für uns, das ist eher was für die Mole. Und selbst da wird's hart. Da muss man schon ein paar Laser drauf haben, da muss man die voll besetzen. Was haben wir hier? Den können wir einfach so mitnehmen. Mal sehen, was drin ist. Ah ne, den müssen wir sprengen. Gold und Titanium. Den probieren wir. 5.000. Könnte was werden. Steht hart da, aber nicht unmöglich. Kann einen Moment dauern. Wenn jetzt solche. Wir machen den ersten mal komplett zusammen, aber wenn solche Sachen mal ein bisschen zu lange dauern, dann schneide ich mal. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr da bei solchen Sachen komplett dabei sein wollt. Oder ob ihr sagt, ah nee, komm, schneid das ruhig, kürzt es ab. Gameplay kennen wir, das sehen wir auch so. Entschuldigung. Kurz was trinken. Sonst kleben die Lippen zusammen beim Sprechen. Da könnt ihr gerne schreiben, was für euch lieber wäre. Aber guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen hier mit der Intensität. Weil auch der Bereich fürs Brechen ist relativ klein. Da muss man ganz schön aufpassen. Mal gucken, wie gut wir das hier hinkriegen mit dem Commander zusammen. Gehen wir mit der Intensität ein bisschen runter. Im Auge behalten, wie das. Oh, da geht's los. Gleich fängt's an mit dem interessanten Bereich. So. Bisschen die Power runternehmen. Bisschen wieder hoch. Ja, kommt. Komm. Das sieht gut aus, Leute. Den haben wir. Das freut mich richtig. Oh. Zu früh gefreut. Ein bisschen zu viel mit euch erzählt. Ja, komm schon. Ja. Runter. Ja, ihr seht, da muss. Oh, nicht ins Overcharge. Bitte.
Ja, komm, komm, komm. Ja, Leute. Yes. Unser erster Felsen. Und jetzt mal gucken, was wir jetzt hier rausholen können. Was haben wir hier? Am besten nur Gold, das wäre. Ja, die Misch. Wir gucken mal, ob es reine Goldbrocken gibt. Die würde ich natürlich als erstes scoopen. Das war ein schöner Block für den Anfang. Toll. Gutes Beispiel. 51% Gold. Was haben wir noch? Dauert immer eine Weile, bis die alle gescannt sind. Ah. Da ist nur es gibt natürlich auch Abfall, ne? Man hat es gerade gesehen, da waren 20% Gold drin und 70% Felsen quasi, also erzloses Material, was natürlich nicht in unserem Interesse ist. Davon will man so wenig wie möglich im Laderaum haben. Das heißt, wir fangen auf jeden Fall mal den an, weil Titanium können wir mitnehmen. Gold 51%, super gut. Das scoopen wir mal auf. Zack, war aber auch nicht viel. Wir haben mal 17%, aber 75% Gold, den nehmen wir auch. Das sind auch 3 SCU. Hier haben wir noch was nicht gescanntes hier unten. Ah, 73% Gold, sehr lecker. Das ist krass. Ich wollte das mal von außen für euch zeigen. Den hier haben wir auch noch nicht gescannt, oder? Nee, der läuft noch. Hier ist nur Titanium drin. Ja. Ich meine, da ist Gold drin, der lohnt sich schon für uns. Dann nehmen wir den hier noch mit. Und hier, was haben wir hier? Ah, der muss noch gescannt werden, genau. Ein SCU, hauptsächlich Gold und Tritt. Sehr schön. Wunderbar. So, dann können wir den hier auch noch mitnehmen. Hier haben wir jetzt natürlich 30% Gold, aber 70%. Naja, das ist okay. Gold wollen wir auf jeden Fall nicht verschwenden. Den nehmen wir auch mit. So, jetzt haben wir die Hälfte von unserem Laderaum schon voll. Und zwar mit 8 SCU. Nee, oder 6 sind 6. 6 SCU Gold. Das lohnt sich richtig. Hoffentlich. Ich bin sehr gespannt, was wir heute bei der ersten Runde hier vom Planeten mitbringen. Und wir haben ja hier noch ein bisschen was. Was haben wir hier denn? Hallo. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie sind unsere Waffen gerade parallel zu unserem. Mein Danke. Mining Overlay sichtbar. Perfestinite wäre okay. Easy zu brechen. Aber wir schauen uns vorher mal die anderen Felsen an. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht durch. Je nachdem. Ist auch nur Tritt. Ja, Terranite ist auch sehr schön. Und der hier ist vielleicht scoopable, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ja, den nehmen wir einfach so mit. Den nehmen wir einfach so mit. Ne, den brauchen wir gar nicht brechen. Ich glaube, den können wir einfach so scoopen. Genau. So. Jetzt ist die Frage, wir machen mal kurz den Laser an. Manchmal, also hier steht ab und zu impossible und es ist trotzdem möglich, die Sachen zu brechen. Da müsst ihr selber mal ein bisschen gucken. Das ist ganz unterschiedlich. Aber der hat eine relativ hohe Resistenz, das heißt wahrscheinlich. Egal, wie nah wir rangehen, da passiert nichts. Aber gut, wir haben ja noch den hier. Man könnte jetzt sagen, Herr Festenheit, Titanium, nichts, was uns jetzt anmacht. Das heißt, man würde den liegen lassen und schon zum nächsten Vorkommen fliegen, zum nächsten Fundstück von solchen Felsen. Aber da wir schon die Hälfte voll haben und das sind jetzt noch 14 SCU, würde ich sagen, wir brechen das, versuchen das Herr Festenheit rauszuholen. Das ist in Ordnung. Gucken mal, wie weit wir kommen. Sollte aber eigentlich relativ easy sein. Brauchen wir gar nicht so viel Energie. Oh, 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 oh.
Da habt ihr es gesehen, da haben wir es fast overcharged. Und ganz, ganz gering sein bei dem Steinchen. Der hat auch kaum Resistenz. Dann geht das natürlich sehr schnell. Bisschen weiter weg. Oh, und jetzt haben wir overcharged. Weg, 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 weg. Darf bei jedem Materialien verloren, leider. Und im Zweifel, wenn wir zu nah dran sind, dann hätte es auch unser Schild getroffen. Im Zweifel wären wir auch explodiert. Gucken wir mal, dass wir das Hephaestonite hier rauskriegen. Vielleicht ist das wenigstens gut aufgespalten worden. Hier ist nur Titanium drin, das ist schon mal ganz gut. Kein Abfall. Wir hätten natürlich gern einen Brocken Hephaestonite. Das wäre nett. Bringt uns mehr. Auch noch einmal Titanium. Ich glaube, ein Sturm kommt auf. Gleich mal schauen, wie das von außen aussieht. 50%. Oh, nicht den wollen wir. Extraction Mode, bitte. Was haben wir hier? Ich glaube, einen Patch müssen wir noch suchen. Hier werden wir nicht voll werden. Ja, super. 88%. 2 SEO, Hephaestonite. Und hier, was haben wir da? Gerade so eine Mining-Runde. 100%, sehr schön. Ist einfach extrem entspannt. Ich mache das sehr gerne irgendwie am Abend. Habe ich jetzt vor, auch einen kleinen Teststream mit euch zu machen auf Twitch. Wer dabei sein will, ich werde wahrscheinlich mal in die Community dann was reinschreiben. Ansonsten auf Twitch ist es der Zockbock-TV. Wenn ihr da vorbeischaut, da würde ich mich freuen. Mal sehen. Auf jeden Fall vermutlich versuche ich am Wochenende immer einen zu machen, wenn ich das schaffe. Ich bin da noch nicht ganz so sicher. Ich mache jetzt erstmal einen Teststream und gucke dann mal, wie sich das so in meinen Kalender mit einplanen lässt. Und vielleicht könnt ihr auch mal einen Kommentar da lassen, ob ihr da Bock drauf hättet. Gerade bei Star Citizen, glaube ich, ist es fürs Gameplay echt eine schöne Sache, weil man ein bisschen entspannter an die Sache rangehen kann. Man hat auch die Warp-Zeiten und so über ganz gut Zeit, mit den Leuten zu quatschen. Das stelle ich mir eigentlich sehr, sehr schön vor. So, Scan-Mode. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Das machen wir natürlich noch. Voll. Mhm. 10 Kilometer. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Das heißt, da fliegen wir nicht hin. Drehen wir uns mal in die Richtung. Gerade sehr diesig geworden hier auf dem Planeten. Lasst uns mal in die Richtung fliegen. Maximaler Scan-Radius und dann regelmäßig den Ping raushauen. Da haben wir doch schon was. Nehmen wir das. Und so bewegt man sich mit seinem Mining-Schiffchen hier über die Planeten. Mondoberfläche ist es ja eher. Und fliegt von Patch zu Patch. Und macht den Laderaum voll. Dann geht es zurück und wieder raus. Hier irgendwo wird es sein. So, nochmal den Scanner raushauen. Da. Nur einer? Wirklich? Schade. Vielleicht ist es ja trotzdem was, was wir knacken können. Oh, okay. 53.000 Masse. Können wir mal reingucken. Oh, naja, der wäre auch noch nicht mal so gut. Wobei 29% von 136 SCU. Der würde sich lohnen, wenn wir eine Mole hätten und noch zwei Leute mehr. Oder drei Leute mehr, besser gesagt. Und einen Piloten noch, wenn man es voll besetzen möchte. Aber dann ist natürlich die Ausbeute, wenn man sie aufteilen muss, auch nicht mehr ganz so hoch. Na, wir fliegen mal weiter. Hier an der Bergkette entlang, in der Hoffnung, dass sich da ein bisschen mehr was findet an Material.
Oder ist das... Nee. Den hatten wir noch nicht auf dem Schirm. Aber der hier ist auch näher dran. Nehmen wir den für 7000. Hier ist auch eine Menge gerade los. Drei Stück, drei Patches in unmittelbarer Umgebung. Nehmen wir doch den da. Jetzt hatte ich gerade Angst, dass hier gerade jemand auf dem Radar aufgetaucht ist, aber ich habe mich doch geirrt. Es hat kurz das Geräusch gemacht. So, hier unten müsste es sein. Gucken wir mal. Hallo? Ach, da vorne. Oder? Das war doch hier gerade. Aber hier ist nichts. Probieren wir den da. Und ansonsten drehen wir nach links ab. Ich hab's aus den Augen verloren. Wo war's denn gerade? Da haben wir es doch. Ein kleiner. Das könnte genau der sein, den wir brauchen, um hier unseren Laderaum voll zu machen. So, ein bisschen sanft werden. Die Prospector braucht auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen Übung, wenn man lernt, sie zu steuern. Die bockt doch ab und zu ein bisschen. Ja, Laranite, 54%. Schade, dass wir schon so voll sind, aber 3 SCU von den 8 nehmen wir natürlich mit. So, kurzer Schnitt. Manchmal ist es gut, mal kurz weg zu müssen und dann kommt man wieder und man stellt fest, ich muss ihn gar nicht brechen, sondern wir können ihn einfach scoopen. Noch viel besser. Dankeschön fürs kostenlose Laranite. Zack, und wir sind voll. Den hätte ich natürlich gerne noch voll mitgenommen. Die Chance haben wir natürlich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist unser Laderaum voll und jetzt geht's zurück zur Raffinerie, also Crusader L1. Wir haben gerade irgendwie den Bug, dass unser Schiff die ganze Zeit an, aus sagt. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt einfach nur kurz hier rüber, Crusader L1. Wir setzen mal den Marker, schauen mal hoch, düsen aus der Atmosphäre raus und wenn wir dann losdüsen können, sehen wir uns gleich nach einem kurzen Schnitt auf der Station wieder. Und wir schauen uns gemeinsam an, was die Ausbeute gebracht hat von dieser Runde. So, und da sind wir zurück bei Crusader L1 im Anflug auf unsere Docking Bay. Ich dachte, ich hole euch einfach dazu, weil es immer ganz hübsch ist, mit dem Schiff hier anzulegen. Es ist ein bisschen tricky zu steuern, finde ich immer wieder. Also wirklich, es macht so ein bisschen, was es will. Und manchmal habe ich das Gefühl, man braucht echt ein bisschen Glück, dass man nicht aus Versehen zerschellt damit. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das auf jeden Fall auf die Reihe. Und unser Commander mit ein bisschen Glück auch. Ich, da bin ich mir nicht so sicher. Wie ist es bei euch, die ihr hier vielleicht gerade reinschaut? Habt ihr Mining schon mal ausprobiert? Ist das was für euch? Oder seid ihr eher, ich mache lieber Bounties und Bunker. Wie geiler. Würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen. Ansonsten dachte ich mir, deswegen habe ich euch jetzt schon dazu geholt, wir machen noch so eine kleine Prospector-Tour für die Leute, die das Schiff nicht kennen. Und zwar, jetzt wo wir gelandet sind, kurz nachtanken. Tatsächlich verbraucht das Hovern über den Planeten immer relativ viel Hydrogen Fuel, also den normalen Treibstoff. Und im Zweifel, wenn man vielleicht kurz AFK geht, kann das schon mal ganz schön schnell leer gehen. Nichtsdestotrotz stehen wir jetzt mal auf. Und dann machen wir hier kurz eine Tour im Schiffle. Und zwar, also wir haben unser Cockpit, das haben wir schon gesehen beim letzten Mal. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz nett, wenn wir nochmal kurz einen Blick in die Kabine werfen. Es ist nämlich relativ luxuriös. Ja, wir haben hier ein Bett, das heißt, wir können auch Bett loggen, wenn wir unterwegs kurz raus wollen. Dabei ist das Schiff gesichert samt Ladung. Wir haben natürlich eine Toilette mit integrierter Dusche. Kann man hier noch was anklicken? Oh, da kann man. Das wäre ganz nett, wenn man das bedienen könnte.
Ging leider nicht. Spülung wäre auch irgendwie gut. Genau, Waschbecken ist klar. Im Gegensatz zu vielen der neueren Schiffe, die die Möglichkeit haben, zum Beispiel vom Jump Drive, die Panels zu entfernen, damit man die Komponenten sieht, das ist bei der Prospector noch nicht so. Da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun. Ne? Man kann den Cooler auch nicht öffnen, das ist alles noch nicht bedienbar. Es gibt hier auch kein, ich bin mir gar nicht so sicher, nee, man kann ja auch noch nicht auf seinen persönlichen Storage zugreifen. Das ist alles sehr schade. Aber mit einem Schiffsrework, was natürlich noch ansteht, wird sich das dann auch ändern. So, das wollte ich auf jeden Fall euch noch zeigen. Ich mag es nämlich sehr gerne. Ich finde irgendwie so Schiffe, wo man merkt, gut, die sind auch dazu da, dass man vielleicht, naja, wenn man es rollenspielmäßig betreibt, so mehrere Tage eine Expedition macht, eine kleine Mining-Tour, dann finde ich es ganz cool, dass da auch ein Bett dabei ist. So, da steht sie, unsere Prospector. Nur geliehen bisher. Wir werden sehen, was ihr sagt, welches Schiff wir uns kaufen sollen. Bisher kam noch kein Kommentar. Ich bin immer noch sehr gespannt, was wir als Ziel für unseren Commander definieren als erstes. Das Ding, die Reihe kann ja etwas länger werden. Aber jetzt gehen wir erstmal verkaufen und gucken, was unsere Moon Mining Runde an Einkommen gebracht hat. Aha. Manchmal fällt man dann durch. Auch nicht so schön. Ah ja, nicht vergessen, das sage ich euch auch immer. Unbedingt storen, damit die Ladung sicher ist. Zack. Damit ist es auf jeden Fall schon mal getan. Und dann laufen wir runter, schnell zu den Fahrstühlen, schauen, was wir bekommen für unsere kleine Tour. Heute laufen die Server sehr flüssig, sehr angenehm. Macht wirklich großen Spaß zu spielen. Früher war es manchmal so, dass dann der Server gebuggt hat, das Mining hat nicht mehr funktioniert, man hat die Ladung nicht mehr korrekt angezeigt bekommen, die Steine sind explodiert, obwohl man dachte, man hat erst 30% drauf und so weiter. Das ist jetzt gerade gar nicht der Fall. Läuft wirklich wie am Schnürchen. Die NPCs sind auch einigermaßen normal unterwegs. Naja, guck ruhig mal auf die Uhr, du hast noch ein paar Stunden zu arbeiten. Ja, ja. So, ah, so viel dazu. Ich habe nichts gesagt. Ich bin sehr gespannt. Gerade der Goldstein, da habe ich die Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was bei rumkommt. Also, schauen wir rein, was unsere Runde gebracht hat. Die Prospector, bitte. Wieso haben wir denn zwei? Na, 28.000, fast 30.000. Sehr cool. Verkaufen wir natürlich. Wunderbar. Was war hier noch? Nee, es war auch nicht angezeigt, ne? Das ist Quatsch. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben ja keine mehr gehabt in unserer Leihliste. Deswegen hatte ich vorhin mal nachgeschaut. Neue Leihen war schon richtig. Wunderbar. Klasse. Einwandfrei. Ich bin sehr happy, dass wir die Runde gemacht haben. Haben wir uns den Planeten gemeinsam angeschaut. Ich denke, das ist ein guter Moment, auch für unseren Commander, um auf Wiedersehen zu sagen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.